Hallo, willkommen bei Serratus 1. Heute möchte ich euch ein cooles neues Set vorstellen, und zwar Ärztin mit Kinderkrankenbett. Das ist ein Ergänzungsset, passend zu der neuen Playmobil Kinderklinik. Die habe ich ja in einem der letzten Videos vorgestellt. Und passend dazu dieses Set. Ihr seht es ja, mit einem Krankenbett, einer Kinderfigur und einer Erwachsenenfigur. Insgesamt sind 27 Teile mit dabei. Einiges Zubehör, ihr seht ja hier, so ein Kopfverband, so ein Gipsverband, Hausschuhe, so ein Ständer mit Infusionsflasche und Schlauch, so eine kleine Puppe, die Ärztin mit Stethoskop und das Kind. Kosten tut das Set 10 Euro, bekommt ihr bei Toys R Us, Müller oder im Internet. Dann packe ich es jetzt mal aus. So. Hier die Anleitung und ein paar Aufkleber. Und hier kommen die Figuren. Mache ich mal die Anleitung auf. Hier ist auch der Schlauch dabei. Und hier ist die Anleitung. Viel muss man nicht machen. Nur das Bett zusammenbauen. Und den Infusionsständer. Hier das Bett. Da werden die Rollen einfach unten aufgesteckt. Sieht eigentlich genauso aus wie das Bett, das bei der Kinderklinik dabei ist. Hier an das Bett kommen die Aufkleber dran. Mit den Daten von dem kleinen Patient, so wie im echten Krankenhaus. Es wird dann hier eingesteckt. So, und dann noch das Kopfteil. Und dann kommen an die Seite noch diese Teile dran. Dann die Matratze, die sieht so aus. Und die Bettdecke. Die kennt ihr bestimmt, gibt es ja auch bei anderen Sets. So. So sieht das fertige Bett aus. Jetzt kommt der Infusionsständer dran. Wird einfach hier ineinander gesteckt. Oben wird die Flasche eingehängt. Und unten in die Flasche wird der Schlauch eingesteckt. So. Dann machen wir die nächste Tüte auf mit den Figuren.
Ärztin und das Kind. Hier, das brauche ich noch. Das kommt an den Infusionsschlauch dran. Das ist dann so ein Halter, den man dann dem Kind am Arm ranmachen kann. So ungefähr. Ich zeige es euch mal aus der Nähe hier. Hier ist noch die Puppe, die hat unten einen Griff. So. Dann gibt es noch eine Krücke, so ein Kopfverband. Den mache ich mal ran. Und dann noch so ein Gipsverband für den Fuß. Der wird einfach so drauf gesteckt. So, jetzt haben wir den Patienten schon fertig. Dann haben wir noch diese Hausschuhe. Und dann ist noch ein Mülleimer dabei bei dem Set. So, jetzt zeige ich euch noch die Ärztin hier aus der Nähe. Sieht wirklich sehr schön aus. Mit Stethoskop. Das ist schon fertig angebracht. Wenn man das wegmachen möchte, muss man einfach die Haare runter machen vom Kopf. Und dann kann man das entfernen. So sieht sie von der Rückseite aus. Jetzt zeige ich euch das Kind nochmal aus der Nähe. Können wir an den Arm noch einen Verband dran machen. So, da ist schon was drauf auf dem Verband, so ein Hase. Und ich hoffe, man kann es erkennen. Viele so kleine Unterschriften von seinen Freunden, die ihn besucht haben im Krankenhaus. So, dann bin ich auch schon fertig. Ich zeige euch das Set nochmal aus der Nähe. So sieht es aus. Eine tolle Ergänzung. Aber auch nur das Set kann man toll spielen damit zu Hause. Braucht man jetzt nicht unbedingt die Klinik dabei. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte die Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Hinterlasst Kommentare. Und schaut wieder rein. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen immer wieder ein neues Set vorstellen, passend zu der neuen Playmobil Kinderklinik. Bis bald, euer Serratus 1.